Es gibt immer die zwei Möglichkeiten. Man schaut auf ein Bild drauf oder man schaut weg davon. Jedenfalls besteht nie die Chance, die Erinnerung an ein Bild zu verdrängen. So verhält es sich generell mit Vergangenem oder Vergänglichem. Es gibt eine Sache immer nur einmal. Eine kurze Begegnung ist die schönste, die es gibt. Deshalb ist die zweite Begegnung immer nur die Erinnerung an die erste Begegnung. Wenn es das Bedürfnis gibt, nach dem ersten Bild ein weiteres sehen zu wollen, dann ist man sich nicht sicher darüber, ob es nicht besser bei der Erinnerung an das erste hätte bleiben sollen. Der Wunsch nach weiteren Bildern wird durch laufende Bilder als Film zur fließenden Handlung. Es wird unzählige Bilder geben, solange es den Wunsch nach Beschleunigung gibt. Ob es neue Bilder sind oder die Wiederholung von immer denselben, spielt dabei eine große Rolle. Generell ist beides gleichzeitig vorrangig.